So, hallo und herzlich willkommen im neuen Schmiedewerk-Video. Ich mache das gleich okay, nochmal. Ein neues Schraubenprojekt anzufangen. Und was würde dann näher liegen als ein altes, vergessenes Schraubenprojekt, wo mein Herz noch so ein bisschen dran hängt, wieder aufleben zu lassen. Und das ist das, was hier passiert. Hallo und herzlich willkommen im neuen Schmiedewerk-Video. Es geht weiter in der Serie Videos aus der Schmiede. Heute möchte ich euch etwas vorstellen, das mir ganz besonders am Herzen liegt. Das ist im Prinzip mein eigenes Langzeitprojekt, was ich hier in der Schmiede verwirklichen will. Mein Honda Civic. Um zu erklären, was es damit auf sich hat, muss ich etwas weiter ausholen. Ich mache Tuning oder bin fahrzeugbegeistert nicht erst seit gestern oder letzter Woche, sondern schon einige Jahre. Und dieses Fahrzeug, was ihr hier hinter mir seht, ist Altbestand. Ein Fahrzeug, was ich schon sehr, sehr lange besitze. Ein Fahrzeug, was ich ursprünglich einmal erworben habe als Winterauto. Damals gekauft als Unfaller mit einem leichten Frontschaden, den ich dann eben mit so wenig Geldeinsatz wie möglich versucht habe, instand zu setzen, besser gesagt instand gesetzt habe, um eben das Fahrzeug günstig im Winter fahren zu können. Wie es dann immer so kommt, kommt alles anders als man denkt. Aus einem Winterfahrzeug wird ein Projektfahrzeug. So ist es auch mit dem Auto passiert. Gemacht wurde ein Motorswap von D14, also 1,4 Liter Hubraum auf D16 Motor, also 1,6 Liter Hubraum mit 126 PS. Die große VTI Bremsanlage ist verbaut worden und so bin ich dann ein Jahr und ein bisschen was gefahren. Dann habe ich mir überlegt, wäre doch ganz nett einen Turbo-Umbau zu bauen. Damals hatte ich einen guten Freund, der Max, Grüße gehen raus, der mir bei diesem Projekt geholfen hat und diese Turbo-Umbau oder diesen Turbo-Umbau für mich auch letztendlich umsetzen wollte. Problem war dann, ich bin umgezogen, die Schrauberhalle von Max war dann für mich sehr weit weg und andere Lebensumstände, die sich bei mir auf meiner Seite verändert haben, haben dann dazu geführt, dass das Projekt Stillstand stehen geblieben ist und letztendlich irgendwann auch in Vergessenheit geraten ist. Dann haben wir also mein altes vergessenes Projekt von meinem alten Spezel Max abgeholt, bei dem das Fahrzeug nun circa 7 bis 8 Jahre in der Ecke stand und vor sich hin vegetiert ist. Und ja, welche Überraschung, genauso sah das Auto dann auch aus. Leider vom Zustand her sehr schlecht. Die Karosse hat gelitten, die 8 Jahre Standzeit haben dem Auto nicht gut getan. Das hat mich natürlich ein bisschen ernüchtert, aber schlussendlich war damit zu rechnen und es musste eine Lösung gefunden werden. Die Lösung ist, wir haben die Technik aus dem alten Projektfahrzeug ausgebaut. Der Dominik und der Simon haben hier ganze Arbeit geleistet innerhalb von einem Nachmittag. Motor raus, Bremsen raus, alles was von Wert war, den Ladeluftkühler, den Ölkühler und so weiter und so fort. I'm
When I'm with you, yeah, nothing really matters. Don't need money or time. I've got feelings, I've got those feelings. I've got feelings, I've got those feelings. I've got feelings, I've got feelings, I've got these feelings. Ups. Dominik und der Simon haben hier ganze Arbeit geleistet innerhalb von einem Nachmittag. Motor raus, Bremsen raus, alles was von Wert war, den Ladeluftkühler, den Ölkühler und so weiter und so fort. Als wir das Auto abgeholt haben und festgestellt haben, dass das eben in so einem schlechten Zustand ist, konnte es nichts anderes bedeuten, als dass wir eine neue Basiskarosse brauchen, auf der wir eben dann den einst geplanten Umbau in dem Fahrzeug, dann in dem anderen Fahrzeug fortsetzen. Also da raus und da in das Fahrzeug hinten rein. Da haben wir Ihnen unseren Karosseriespender. Das ist das Fahrzeug, in dem das Projekt fortgesetzt werden soll. Ist ebenfalls wieder ein EJ9 Civic. 1,4 Liter, der Motor ist das erste, was natürlich rausfliegen wird. Ist lustigerweise wieder ein Frontschaden, so wie das ursprüngliche Auto auch schon gewesen ist, als ich es erworben habe. Der Frontschaden ist aber sehr leicht zu beheben, instand zu setzen. Das wird gemacht, teilweise sogar mit Bauteilen vom alten. Ja, ansonsten war in meinem alten Civic noch ein Sammelsurium an Tuning und Ersatzteilen und Umbauteilen für das Projekt, die ich so über die Jahre im Laufe der Zeit gekauft habe für die Fertigstellung meines alten Civic-Projektes. Ich habe jetzt ein paar Teile aus dem alten Civic exemplarisch für euch hier aufgestellt, um euch zu zeigen, warum so viel Emotionen für mich an diesem Projekt dranhängen. Über die Jahre hinweg angesammelt. Und natürlich hat man dann schon ein fertiges Bild vor Augen, wie das Auto mal aussehen soll, wenn es eben fertig gebaut ist. Ich habe zwei Vollschalensitze, das Diebtischlenkrad, die Abgasanlage, mal exemplarisch hier ein Teil davon hingestellt, den Ladeluftkühler, die Scheinwerfer mit den schwarz lackierten Inlays, die Facelift-Rückleuchten, den Shortshifter hier mit dem Aluminiumschaltknauf, einen Schalldämpfer, die Alcantara-Teile, Schaltsack und Handbremscover mit roten Nähten,
Ganz wichtig auch ein Satz Lacknuts. Und ja, das ist mal so exemplarisch, damit ihr sehen könnt, dass im Prinzip an Teilen für die Fertigstellung dieses Projekts nicht mehr viel fehlt. Das, was noch fehlt, ist eine ganze Portion Liebe und ganz viel Arbeit, die reinzustecken sind. Wir halten euch hier bei dem Projekt auf dem Laufenden. Wenn ihr nicht verpassen wollt, wie das Projekt fortschreitet und irgendwann natürlich auch fertiggestellt wird, dann abonniert den Kanal, bleibt dabei und einen schönen Abend. Euer Nils. Ciao.